Sascha für Mobile Geeks hier. Ich bin gerade in Wien in einem schicken Hotel, weil ich morgen auf dem Pioneer Festival auf einem Panel sitze über Mobile. Und ich wollte euch mal ganz kurz den aparten Hintergrund zeigen. Dieser schöne runde Holztisch hier und die tolle Musterung auch auf dem Teppich. Aber das ist nicht unser Thema heute. Es wird wieder was ausgepackt. Und das haben wir hier. Oh, was steht denn da drauf? Nokia Lumia 920. Ich war in der letzten Woche in Helsinki und in Tampere. In Tampere haben wir uns dann die R&D Labs von Nokia angeschaut und in Helsinki mit einigen von den Nokia-Leuten gesprochen. Und dann haben sie uns das hier in die Hand gedrückt und ich dachte, oh yes, du bist der Erste, der Nokia Lumia 920 bekommt und immer her damit. Und dann habe ich die Kiste aufgemacht und das ist schon, mein Gott, diese Box, super Special Edition nur für dich. Ja, dann passt mal auf. Dann packe ich das mal eben aus hier. So. Und das kam dann bei dieser ganzen Kiste dabei raus. Im Grunde genommen ist es ein Nokia Lumia 920 Kit. Hier seht ihr Carl Zeiss Linse. Einmal. Da schön. Und das entsprechende PureView Kameramodul. Dankeschön, Nokia. Dann machen wir hier mal den Deckel wieder drauf. Das Gehäuse gelb und last but not least gibt es dann auch noch einen Schwung Gorilla Glas. Also, falls ihr euch ein kleines Lumia selber bauen wollt, dann habt ihr zumindest hier schon mal das Einsteigerpaket bekommen. Enttäuschung war jetzt nicht ganz so groß. Ich fand, das war eigentlich ein richtig schöner Joke gewesen. Ist ja auch schön eingepackt. Und vor allen Dingen war es ja nicht mehr ganz so groß, als ich dann heute Morgen das hier in die Hand gedrückt bekommen habe. Denn das ist es, das Nokia Lumia 920. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in letzter Zeit nicht mehr so auf ein neues Produkt gefreut. Wer mich schon seit Netbook News kennt und auch unser Kanal öfters schaut, der weiß, dass Windows Phone und ich mal mehr oder weniger ja das eine oder andere Hühnchen miteinander gerupft haben. Das heißt Windows Phone 7, Windows Phone 7,5 und 7.8 und wie sie alle heißen. Sorry, das war nie irgendwie so meine Welt gewesen. Ich habe es wirklich versucht, ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber irgendwie fehlte mir da so ein bisschen was bezüglich Anpassungen und dass ich das einfach individualisieren konnte, vernünftige Apps dabei, ja. Also das sah so aus, als wollte Microsoft irgendwie ganz schnell was auf den Markt schmeißen, um zu sagen, hey, wir sind auch dabei, look at me. Und in meinen Augen, nicht nur in meinen Augen, weil ich glaube, dass die Verkaufszahlen meine These auch mehr oder weniger unterstützen bzw. bestätigen, meine Welt war es einfach überhaupt nicht gewesen. Hat sich jetzt aber geändert. Ich bin nach wie vor offen, auch für Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick so mag. Deswegen gibt es, glaube ich, auch in Kürze auch mindestens 2 Wochen, werde ich komplett auf iOS umschalten und euch täglich meine Erfahrungsberichte mitgeben mit dem iPhone 5 und das mache ich mit dem Lumia 920 auch. 2 Wochen lang Sascha in Gefahr mit dem Lumia 920 und dann werde ich nur Windows Phone 8 benutzen. Das gute Gerät ist jetzt gerade rausgekommen und ich habe es frisch bekommen. Jetzt wollte es erst ein Flugzeug von München nach Wien auspacken, was eine reichlich beschissene Idee war. Oh, habe ich beschissen gesagt, dann macht da jetzt mal ein Piep drüber. Weil der Flug, der war irgendwie nur so 22 Minuten oder so. Dann fing das Ding dann schon wieder an zu sinken. Und das ging ja nicht so ganz. Hier ist erstmal das Phone. Wie unschwer zu erkennen ist, habe ich die weiße Variante bekommen. Was wir hier so haben, da habe ich die ganze Zeit gerätselt. Mensch, was ist das denn hier? Eine Nagellackfeile oder kann ich mir da irgendwie die Augen mit ausstechen, falls mir das Design nicht gefällt? Nee, damit könnt ihr den Micro-SIM-Karten-Slot öffnen. Richtig praktisch, mit Knopfhoff, also wirklich, da haben sie dann gedacht bei Nokia. Dann haben wir hier noch, ja, ich weiß, ihr lest das alle, das Handbuch, Garantiebestimmung und so weiter. Da setzen wir uns erstmal auf die Couch, neben uns eine Dreiviertelstunde Zeit bei einem gemütlichen Glas Rotwein und bomben uns das Handbuch rein. Oder auch nicht. Wenn das einer liest, bitte unten hier Kommentar
hinterlassen. Ich möchte euch persönlich gratulieren. Dann haben wir natürlich Anschluss Micro-USB auf USB. Das geht am USB-Ende dann natürlich in das Netzteil rein, weil ihr hier müsst die Kiste ja auch noch aufladen können. Und dann haben sie ein wirklich schickes Headset. Guckt euch mal hier so diese einzelnen Ohrpöppel an. Das ist alles sehr stylisch. Ich weiß jetzt nicht, ob bei den andersfarbigen dann auch andersfarbige Headsets dabei sind. Würde ich ehrlich gesagt begrüßen. Fände ich klasse. Ich habe, wie gesagt, die weiße Variante. Hab eine Rot-Grün-Farbsehschwäche und weiß jetzt nicht, ob ich hier all diese Farben genau richtig nennen werde. Also ich sag mal, Rot, Weiß, Schwarz und Gelb haben wir dabei. Und ist das jetzt hier Pink und gibt es auch noch so ein Cyan-Ding dabei? Ich weiß es nicht. Fragt da bitte den Nokia-Händler eures Vertrauens. Ich bin mir ganz sicher, dass der euch da weiterhelfen kann. Ansonsten, da ist die Maschine. Endlich. Ich habe die zum ersten Mal angrabbeln können. Das war, oh Gott, wie die Zeit vergeht. Im September, als Kashi und ich in New York waren beim Lumia Lounge. Und da haben wir auch einen ganzen Schwung Videos gedreht. Da haben wir auch wirklich erkannt, wie viele Leute eigentlich auf die Geräte gewartet haben. Ich glaube, unser Vergleich mit dem S3 ist irgendwie so bei über 800.000 Views mittlerweile. Und insgesamt haben die Videos so irgendwie 1,5 Millionen Views generiert. Also es scheint noch genug Nokia-Fans da draußen zu geben. Übrigens, wenn ihr vorher auch mal Smartphones von Nokia hattet oder keine Smartphones, normale Handys von Nokia hattet, dann auch wiederum unten rein und sagt mir, welches war. Bei mir war es das Nokia 3220, das hatte ich, und mein erstes Smartphone war von Nokia, und zwar das der Nokia Communicator 9300, und das war 2004. So, wenn mir jetzt nochmal einer sagt, dass Apple das Smartphone erfunden hat, dann greife ich so in die Kamera rein und hole euch. Nokia baut die Dinger halt schon ein bisschen länger. Ist die Frage, ob man die jetzt auch so vergleichen kann mit dem iPhone. Natürlich nicht. Es sieht ja jetzt auch in der Ecke mehr aus wie ein iPhone als ein Communicator. Aber wie gesagt, habt ihr Nokia vorhin mal gehabt, schreibt es einfach unten rein, und ich würde es wirklich gerne mal wissen, was ihr für Geräte genutzt habt. Jetzt aber zurück aufs Lumia 920. Ist es eines oder ist es das Flaggschiff-Phone für Windows Phone 8? Ich glaube, das entscheidet ihr dann nochmal später oder beziehungsweise ich dann nachher auch in einem ausführlichen Testbericht. Jetzt aber erstmal hier an die harten Fakten. Die Kiste ist nicht leicht. 185 Gramm, das ist, ich würde auch nicht sagen, dass das schwer ist. Ich nutze ein Galaxy Note, das liegt auch so bei 180 Gramm. Und ich könnte jetzt sagen, das ist ein richtiges Männertelefon. Also es beult jetzt auch nicht unbedingt die Hosentasche aus mit 10,7 mm Dicke. Aber es ist schon ein bisschen ein iPhone 5 sieht daneben aus, als würde es, alleine wenn es daneben legen würde, zerbrechen können. Also, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ihr hiermit demnächst Nägel in die Wand, das ist übrigens auch eine schöne Redewendung, Nägel in die Wand kloppen solltet. Hinten haben wir eine 8-Megapixel-Kamera. Und zwar ist das die mit der PureView-Technologie. Was das Besondere dabei ist, das ist mit einem optischen Bildstabilisator. Das ist ganz neu bei Smartphones bisher und macht einfach wahnsinnige Aufnahmen. Insbesondere, also ich sag mal, das Ding könnt ihr Michael J. Fox in die Hand drücken und der kann damit Aufnahmen machen und die würden nicht mehr wackeln. Obwohl das jetzt natürlich auch ein bisschen ein gemeiner Joke ist. Vorne 4,5 Inch IPS-Display, 1280x768 ist die Auflösung. Was ist das für eine Auflösung? Das wird irgendwie so True HD genannt. Ich kann euch nur sagen, der Bildschirm ist wirklich klasse, die Auflösung ist gut. Das sind irgendwie, glaube ich, 300, irgendwas um 336 oder 331 ppi. Ich habe jetzt schlauerweise das Datenblatt nicht zur Hand. Also wirklich eine ordentliche Pixeldichte auf der Maschine. Vorne haben wir eine 1,3 Megapixel Kamera. Und ja, hier unten haben wir dann einen Micro-USB-Anschluss. Auf der Seite, da rechts, haben wir die Lautstärkeregelung, hier den An- und Ausschalter
und hier den Kameraschalter, mal den Kameraknopf, damit könnt ihr auch entsprechend sofort die Fotos schießen. Und hier mit dem einen Ausschalter könnt ihr übrigens auch raus und rein zoomen. Oben haben wir einen Anschluss fürs Headset und hier könnt ihr eine Micro-SIM-Karte reinpacken, was mir ehrlich gesagt total auf die Nerven geht. Dass alle jetzt mit diesen Micro-SIM-Dingern ankommen. Und Apple hat jetzt, was ist denn das jetzt, Nano-SIM? Oder ich weiß es nicht. Ich frage mich, wenn die Telefone immer größer werden, warum müssen dann die SIM-Karten kleiner werden? Weil eigentlich hat man ja ein bisschen mehr Platz, munkelt man. Vielleicht wird das ja irgendwo mal genau andersherum folgen, dass wir dann nur zwei Inch-Phones haben, aber dafür Mega-SIM-Karten. Das wäre vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal. Aber Scherz beiseite. Wir vergleichen ein bisschen. Und zwar als allererstes würde ich sagen, schnappen wir uns das Nokia Lumia 800. Da ist die Maschine. Hat ein 3, ich verwechsel das jetzt immer. Also wenn ich es jetzt nicht richtig hinbekomme, dann haut es mir in den Kommentaren um die Ohren. Ich meine, es war ein 3,6 oder 3,7 Inch Display. War ein AMOLED-Display gewesen. Hatte auch eine 8-Megapixel-Kamera, aber die war bei weitem nicht so gut. Hat aber, glaube ich, auch schon hier. Ja, ja, klar. Der Karl aus Zeiss. Oder aus Jena. Jena aus Karl Zeiss. Karl Zeiss aus Jena hatte damals auch schon hier sich um das Objektiv gekümmert. Aber das ist, auch wenn sie sich in einer gewissen Art und Weise ähneln und beide aus einem Stück Polycarbonat gefertigt wurden. In der DDR hätte man damals gesagt Plaste. Für uns ist es ein Stück Plastik. Gibt der Sache einfach nur einen fancy-schmancy-Namen und dann glauben die Leute das. Tatsache ist, es gibt wirklich gut verarbeitetes Plastik. Und das ist gut verarbeitetes Plastik. Es gefällt mir aber auch nochmal beim neuen 920 einfach besser. Das liegt gut in der Hand. Ist das jetzt der große Fingerabdruckmagnet? Ich gucke mal eben kurz im Licht. Jein. Ich würde einfach vorschlagen, dass ihr euch für das Gerät dann einfach ein Täschchen der Wahl, also ein kleines Sleeve und guck mal, hier fürs 800 habe ich diesen Smartphone-Pariser, würde ich sagen, gehabt. Hier, das lag sogar dabei, also irgendwie sowas aus Gummi, das soll es auch fürs Lumia 920 geben. Was haben wir noch im Angebot in Bezug auf Größenvergleiche? Ganz interessant dürfte sein, guck mal hier, das ist das Galaxy Note 2. Und die Kiste wiegt auch so 180, 185 Gramm. Geht auch gerne mal an, wie ist das, wenn man mit der Hand so drüber streicht, beziehungsweise drauf guckt, oder man die auf das Ding auf eine flache Ebene legt, dann geht mal irgendwie, ja, mal geht es nicht, jetzt geht es gerade wieder nicht. Das ist dann der Vorführungseffekt. Die Maschine hat, ich schiebe mal den Anfang des Displays, so, oder beziehungsweise das Ende, das untere, auf die gleiche Höhe. Man könnte sehen, 5,5 Inch hier, 4,5 Inch da. Ist ein bisschen dicker noch, das Lumia. Beide haben 8-Megapixel-Kamera. Aber hier natürlich beim Galaxy Note kein PureView. Vorne dafür aber eine 1,9 Megapixel Kamera, fast ähnliche Auflösung. Das ist hier eine 27p Auflösung. Hier ist ein Quad-Core Exynos 4412 eingebaut mit 1,6 GHz, 2 GB RAM, 1632 und so weiter. GB Flash Memory. Wobei mir dann just in diesem Moment eigentlich auch einfällt, dass ich euch noch nicht gesagt habe, dass die Kiste hier 1 GB RAM hat. Ein Snapdragon S4. Dual-Core 1,5 GHz und 32 GB internen Speicher, den man auch nicht wirklich aufrüsten kann, es sei denn, ihr holt den Mini-Presslufthammer raus und ja, macht die Kiste auf und fickelt das da rein. Was ich in diesem Sinne nicht wörtlich genommen haben möchte. Nee, ich glaube, das hört sich auch ganz scheiße an. Also macht es einfach nicht zu Hause, liebe Kinder. Das wollte ich im Grunde genommen damit sagen. Samsung Galaxy S3. Das wohl zurzeit erfolgreichste Android-Smartphone. 4,8 Inch Display, auch 27p Auflösung, auch Exynos 4412, Quad-Core 1,4 GHz, 1 GB RAM. Ich habe die 32 GB Variante, gibt auch eine 16 GB Variante und ist vor allem die eine ganze Ecke dünner. Hat hinten auch wiederum 8 Megapixel Kamera, 1,9 vorne, ne, und hat ein Zoomer AMOLED Display. Da seht ihr auch einfach, ne, von der Dicke ist das Nokia. Ja,
nicht gerade dünn, um es mal ganz nett zu sagen. Aber genug der Vergleiche, zumindest mit den Geräten, die nicht aus dem Hause Nokia stammen, beziehungsweise von Samsung kamen, wohl am Anfang hatten wir ja Nokia gehabt. Stichwort PureView Technology. Darf ich das noch ganz kurz hier einschmeißen? Nokia PureView 808. Wenn ihr eine Digitalkamera sucht und ihr habt jetzt kein Lumia 920, wollt aber trotzdem einen sensationellen Point-and-Shooter haben, das ist es hier. Das kann richtig was. Und das liegt nicht nur daran, dass hinten 41 Megapixel draufstehen. Die hat die Kamera wirklich, beziehungsweise der Sensor. Ich habe das Ding andauernd bei mir in der Tasche, mach abgefahrene Bilder, insbesondere wenn ihr also sehr schlechte Lichtverhältnisse habt, wenn es so schummerig ist und am Arm und so weiter, da kann das Gerät richtig was. Und für mich der beste Point-and-Shooter, den ich hier hatte, auch 1080p Videos drehen und so weiter. Es gibt nur eine Kamera, die besser ist und die ist selbstverständlich hier im Lumia 920. Dass wir jetzt endlich auch mal anschmeißen. Keine Angst, wir sind jetzt schon 16 Minuten auf Sendung hier. Ich werde jetzt nicht noch eine 45 Minuten Walkthrough machen. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Wir müssen uns hier Windows Phone 8 einfach mal schön peu à peu durcharbeiten, von oben nach unten, damit ihr wirklich alle Features sehen könnt. Was ich euch aber ganz einfach zeigen möchte, sind so ein paar Nokia-spezifische. Also nochmal, bevor ich jetzt gleich der war wieder so ein blödes und langweiliges Unboxing. Walkthrough, Testbericht, pipapo, alles kommt. Ich schmeiße es vor die Wand und schaue, ob es das aushält und klebe es wieder zusammen und nein, natürlich nicht. Da seht ihr schon sofort, SIM-Karten-Error. Selbstverständlich kloppe ich da jetzt nicht in Österreich meine taiwanesische SIM-Karte rein, weil das wird dann noch knapp so das Reisebudget ein bisschen sprengen, wenn ich das erste Video mir über YouTube angucke oder so. Ne? Was ihr seht, also ganz normal dieses Frontface oder Frontend von Windows Phone 8. Ich möchte euch ein paar Sachen zeigen. Ich habe es schon fürs englische Unboxing so ein bisschen eingerichtet und deswegen zoome ich gleich mal hier so rein. Das ist jetzt fast defaultmäßig. Ich habe Facebook habe ich jetzt hier schon mal verbunden. Nokia Maps ist natürlich drauf. Nokia Drive. Nokia Music, was mir super gut gefällt. Dann haben wir hier HRS Hotel Service, Deutsche Bahn, NTV und ganz wichtig, Kicker, um meine sensationellen Königsblauen auch weiter übers Netz verfolgen zu können. Bei der nicht stoppen wollenden Siegesserie. Schöne Grüße nach Lüdenscheid und nach Arsenal. Was haben wir sonst noch drin hier? Natürlich die Fotos, Nokia CityLens, grandios, was ihr mit der Kamera machen könnt. Da müssen wir echt, da kann ich ein eigenes Buch drüber schreiben. Kann man ein Buch auf YouTube schreiben? Eher nicht. Ich könnte also wirklich eine sehr, sehr lange Videoserie machen, alleine wegen dieser Kamera. Und da kommt was. Also wir haben eine ganze Menge vorbereitet, glaubt's mir. Smartshoot und so weiter. Da könnt ihr Gruppenfotos machen, könnt euch die besten Gesichter von mehreren Anwesenden aussuchen. Auch das muss gezeigt werden. Ansonsten, was sich ein bisschen geändert hat, das zeige ich euch mal eben ganz kurz hier. Einfach länger draufdrücken. Ihr könnt jetzt hier verschiedene Größen einstellen für eure Widgets. Und dann gibt es natürlich auch hier diese Live-Tiles. Warte mal, den machen wir wieder auf die normale Größe zurück. So, das ist zum Beispiel so ein Live-Tile. Da laufen jetzt kontinuierlich die aktuellen Fotos durch, die ich geschossen habe. Da auch nochmal ganz wichtig ein Foto von mir, damit ich auch wirklich weiß, dass das mein Telefon ist. Ne? Und dann sagt er mir auch nochmal, me. Ja, das bin ich. Klasse. Also wer dann so ein bisschen begriffsschutzig ist, der kriegt dann nochmal gesagt, guck mal Sascha, das ist dein Telefon. Hier kommen jetzt People, also Facebook-Freunde werden jetzt hier angezeigt. In einem durch. Und natürlich, wenn ihr jetzt hier einfach mal rüber swipet, dann habt ihr eure ganzen Einstellungen und so weiter da. Ne? Und eure Apps und hast du nicht gesehen. Und könnt die dann auch ganz einfach wiederum auf den Homescreen schieben. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, lass mich mal einfach was nehmen. Ist hier eigentlich alles auf dem Homescreen? Lass mal OneNote nehmen. Einfach ein bisschen länger gedrückt halten. Puff, Pin to Start. Wupp, ist die Kiste da. Jetzt muss ich das aber noch in der gesamten Breite haben. Geht das überhaupt? Nee, OneNote lässt sich nur in dieser Form vergrößern bzw. verkleinern und deswegen schmeiße ich es auch gleich wieder runter. So, hast du jetzt davon, OneNote. Oh, die Grippe, die knallt richtig ordentlich und immer noch nach einer Woche.
Ja, da sind die entsprechenden Apps. World of Red Bull fällt auch noch ganz interessant, weil wir sind ja gerade in Österreich. Und wie ihr wisst, Red Bull, ein kleiner Energietrink, der euch, so sagt es zumindest, die Werbung Flügel verleihen sollte. Wobei ich mich dann frage, warum ist der Baumgartner erst mit dem Ballon hochgeflogen und dann mit dem Fallschirm runter? Das hätte der doch, hätte er sich eine Kiste Red Bull reingeflößt, auch mal eben kurz so machen können. Also, wenn ihr Leute kennenlernen wollt, die Videos davon machen, wie sie vom Mars in die ISS springen, dann findet ihr das Ding dann hier auf der Red Bull-Seite. Und dann, das wäre in Österreich, dann passt es ja ganz gut, weil das war ja der Felix Baumgartner, aber ja auch noch ein Österreicher. Das Formel-1-Team ist, glaube ich, auch, fährt zumindest unter österreichischer Flagge, ist aber in England stationiert und natürlich mit dem Sebastian Vettel, der gerade sich anschickt, seine dritte Weltmeisterschaft einzusacken und mit dem Mark Webber als seinen Wasserträger. Hust, hust, hust. Ja, tut mir auch ein bisschen leid für den Mark. Was ich euch zeigen möchte und ganz wichtig ist, weil wir haben schon mal schön die 20-Minuten-Marke überschritten. Nokia Music. Ich höre verdammt gerne Musik. Generell möchte ich einmal sagen, was will ich am Smartphone haben? Ich möchte, dass meine Social Networks drauf laufen. Ich möchte dann, dass meine E-Mails vernünftig darauf laufen. Ich möchte gerne, dass ich meine Termine da am Start habe. Ich möchte gerne, dass ich vernünftige Fotos schießen kann. Und ich möchte ganz gerne auch, dass ich Musik hören kann. Und da hat mit Nokia Music habt ihr da echt wirklich was richtig Geiles. Ich frage mich gerade, warum wir kein Internet haben. So, der Hotspot läuft wieder. Und jetzt können wir uns auch Nokia Music angucken. Weil mit ohne Internet ist die ganze Nummer relativ schwierig. Weil irgendwie ein bisschen mehr an den Content kommen. Also nochmal hier, buff. Nokia Music. Stellt euch vor, das ist so eine Mischung aus Spotify, 8-Tracks und Pandora. Ich glaube, so kann ich es am besten beschreiben. Da konnektiert er mich jetzt mal eben. Hier habe ich so verschiedene Mixes. Und was das Schöne ist, oh, er zeigt mir sogar Gigs hier in der Umgebung an. Wer jetzt demnächst spielt, oh, guck mal an, am 31. Oktober, das ist morgen Abend, der Udo Jürgens in der Wiener Stadthalle. Wenn ich da mal nicht hingehe, wahrscheinlich eher nicht. da kann ich mir auch sofort was aus dem Store natürlich runterladen. Aber was viel geiler ist, sind einfach diese Mixes. Und ich habe mir gerade den Rock the Vote Mix, weil ich da den Sack von Rage Against the Machine vorne gesehen habe. Einer meiner Lieblingsbands von den 90ern. Ihr könnt euch eigene Mixe zusammenstellen. Ihr könnt die runterladen. Das ist alles kostenlos. Ich glaube, da müsst ihr sogar nie was für bezahlen. Das ist immer drin. Das gibt euch Nokia einfach so. Wenn ihr ein Nokia-Gerät kauft, dann habt ihr das. Ja, nichts mit monatlichen Gebühren und so weiter, sondern einfach, ja. Pass mal auf. Pulp. Großartige Britpop-Band. Da machen wir gleich ein bisschen lauter. Ich habe das auf 22 von 30. Und hier unten sind dann entsprechend die Stereo-Lautsprecher. Sobald es ein bisschen mehr wird, schrepig. Na, da rate das. Wenn ich jetzt so ein bisschen rein, kann ich auch mal ein bisschen reinscrollen. Hier kann man die letzten sehen, die ich mir angehört habe. Komm, wir lassen mal. Da habe ich mir nämlich noch die Who's angehört. Da kann ich auch direkt entsprechend kaufen. Aber ich kann auch komplette Mixes runterladen. Und was hier ebenfalls schön ist, gehen wir zum nächsten. Da guck mal, Pet Shop Boys. Ist das nicht großartig? Sensationell. Normalerweise sollte jetzt hier noch so ein schönes Bild kommen. Habe ich das jetzt irgendwie versaut hier? Da. Also im Hintergrund habt ihr immer schön das Bild der Gruppe. Und dann nach vorne kommt dann entsprechend das Album Stone Roses. Ehrlich,
richtig geile Musik. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Nokia davon in seinem Store hat. Aber ihr könnt so viel hier für Lulu hören. Und mal ganz ehrlich, wie entdeckt man eigentlich neue Musik, indem man sich doch verdammt nochmal Mixes anhört? Und wer jetzt schon ein bisschen älter ist und noch diese Geräte kennt mit den beiden Löchern in der Mitte, die damals Kassetten genannt wurden, der weiß, wie angesagt mal Mixtapes waren. Und irgendwie lässt das so ein bisschen nostalgische Gefühle auch aufkommen und sagen, ey, pass auf, du Nokia Music, mach mir mein spezielles Mixtape und dann kann ich mir entsprechende Genres aussuchen. Und ihr könnt eure Lieblingsgruppen reinpacken lassen und dann das euch selber mixen lassen. Wie gesagt, über Gigs könnt ihr dann bei Niemi, die könnt ihr direkt Tickets bestellen. Über Live Nation läuft das, einer der größten Booker weltweit. Und das ist einfach ein richtig feines Programmchen. Nokia Maps und Nokia Drive habe ich euch schon erklärt. Aber nochmal, auf diese ganzen Sachen gehen wir ausführlich ein. Das ist alles nicht in einem kleinen Unboxing und mal eben kurz ein bisschen begrabbeln zu erledigen. Windows Phone 8 hat eine ganze Menge unter der Haube. Nokia hat eine ganze Menge draufgepackt. Also das sollte jetzt erstmal so der erste Eindruck sein. Was ich euch versprechen kann, ist tolles Display. Im ersten Moment, ihr seht es hier mal so, in der Brightness ändert sich das ein bisschen, aber die Farben verändern sich nicht. Ne? Das Ding ist sauschnell, also hier ruckelt nichts, aber das war generell noch nie das Problem von Windows Phone 8 gewesen. Aber eins, und da habe ich schon andere Videos schon für vorbereitet, kann ich euch vor allen Dingen versprechen, die Kamera ist absolut abgefahren. Sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. Das ist mein Unboxing zumindest. Kleiner Vergleich, Mini-Walkthrough zumindest, bis nach Nokia Music, vom Nokia Lumia 920. Windows Phone 8 Flagship, super duper, hast du nicht gesehen. Ich werde auf alle Fälle die Kiste ausführlich testen, freut euch schon drauf. Ich bin ebenfalls gespannt. Jetzt geht es also für mich mit Windows Phone los. Ich bin nach wie vor Sascha von Mobile Geeks, das ist das 920er Lumia von Nokia. Vielen Dank fürs Zusehen und wenn euch das gefallen hat und ihr Fragen habt, unten bitte in die Kommentare rein, oben subscriben und einen Daumen nach oben und sharen, das wäre ziemlich cool. Danke, ciao.